Kann ich den irgendwie aufhalten? Nee, nicht. Okay. Das ist aber nicht gut. Können Sie das verhindern? Ich brauche eine aktive Konsole. Versuchen wir es auf der oberen Ebene. Was liegt denn da? Vermutlich irgendein Werkzeug. Hangar 16 gesichert. Aktiviere Achilles-Protokoll. Wie komme ich denn eigentlich hoch? Ach, vielleicht Shepard, da, wo die runtergeklettert sind. Wir müssen eine Konsole finden und Cerberus daran hindern, den Hangar zu entlüften. Muss ich jetzt wieder außen rumlaufen, weil ich dumm bin? Shepard, wir haben fast keine Zeit mehr. Finden Sie eine Konsole, bevor ja, Cerberus den Hangar entlüftet. Ich bin doof, ich weiß. Chill. Hier ist nichts. Okay. Shepard, wir müssen eine Konsole finden. Edi, ich habe eine Konsole. Los! Hangar-Entlüftung deaktiviert. Ausgezeichnet. Können Sie den Hangar öffnen? Nein, allerdings, ich kann den Start Ihrer Jäger steuern. Shepard, Cerberus weiß, dass die Entlüftung fehlgeschlagen ist. Die schicken Verstärkung. Gut. Bisschen mehr Spaß auf unserer Seite. Vermutlich, was wir vorhaben. Jetzt halten sie uns nicht was, mehr dass auf. Wir sie angreifen wollen? Wie ungewöhnlich, wenn wir auf ihrer Station sind. Oh, jetzt mal diese dämlichen Rauchgranaten. Hier ein Geschütz. Hier eine Drohne. Schlitz durchschießen, ja? Muss nur ein bisschen genauer zielen. Dein Schild hilft dir nicht. Not today, my son. Deaktiviere Sicherheitssystem. Der Jäger müsste jetzt Richtung Hangartür gestartet werden können. Perfekt. Da nichts mehr runter. Wieso wackelt er so? Okay. Muss ich jetzt wieder rüber auf die andere Seite, ne? PDA. 5000 Credits. Als wären die Credits jetzt noch wichtig. Oh, das hätte ich vielleicht noch machen können. Auf der Normandy die letzten Upgrades kaufen, damit wir stärker sind. Idiot. Ne, vielleicht können wir ja vor der letzten Mission auch nochmal auf der Normandy was kaufen oder so. Keine Ahnung. Muss ich da jetzt runter? Wo muss ich denn hin? Oder hätte ich das einfach nochmal andrücken müssen, den Computer? Vermutlich. Ich bin dumm. Beste Spezialsoldat ever. Und? Bei euch so? Oder auch nicht? Was muss ich denn machen? Bin ich jetzt scheiße? Ah, da ist ein Computer. Vielleicht muss ich den bedienen. Jetzt ist sie jetzt runtergelassen? Ja, okay. Ja, okay, wow. Starte Jäger. Dummer Patrick. Beeindruckend. Das Zentrallabor befand sich hinter diesem Hangar. Ich schlage vor, wir folgen dem Jäger. Zur Kenntnis genommen. Aber los. Bitte nicht in die Mauer. Schon wieder ein Mac. Langweilig. Lass dich mal was Neues einfallen. Alarm, Eindringlinge. Alarm. Bye. Daten unterhalb Geheimhaltungsstufe FC.
Oh, da ist ja noch eine. Ach komm, eigentlich sind wir ausgewichen. Eigentlich waren wir cool. Ich sehe ihn halt nicht, ne? Ah, jetzt so. Boring. Das war das letzte Cerberus-Team in diesem Bereich. Gut, wir sollten uns kurz neu formieren. Scheiß auf neu formieren. Angriff! Edi, schaffen Sie's? Moment noch. Cerberus hat seine Verschlüsselung aktualisiert. Die Überbrückung des Sicherheitssystems könnte sich ein wenig verzögern. Wie findet es Cerberus wohl, dass wir durch die Tür sind? Sie verriegeln die Basis, soweit sie können. Die meisten offensichtlichen Wege zum Zentrallabor sind blockiert. Andere Bereiche werden befestigt. Schützen werden versuchen, uns aufzuhalten, während Techniker Geschütze einrichten. Überraschungen wie die Hangar-Entlüftung? Nein. Ich kenne die Sicherheitssysteme dieser Anlage und kann gegensteuern. Cerberus wird uns lediglich ein wenig bremsen. Dass Cerberus aber auch im Nachhinein nichts mehr gegen Edi unternommen hat. Ich meine, das war eine VI von denen, eine KI. Die hätte ich wissen müssen, dass die noch gefährlich werden kann im späteren Verlauf. Sagen Sie, wenn Sie durch sind. Ich hab's geschafft. Wir müssen durch eine Unterebene, um Eindämmung von Cerberus zu umgehen. Wo finden wir die proteanische VI wohl? Im Zentrallabor im Herzen dieser Anlage. Es ist der sicherste Bereich. Der Zerstörung durch den Jäger zu folgen, ist der direkteste Weg. Ausgezeichnet. Machen wir den Ghost Rider. Schaltet sie aus. Detonieren. Hole da. Da. Was war das gerade? Ah, okay, das war das Sniper anvisieren. Komm hoch mit dir. Willst nicht? Ja, du weißt schon warum, ne? Die Carnifex ist einfach so gut. Es ist eine so gute Waffe. Die habe ich ja sogar als Soldat sau gerne benutzt. Von ihnen getötet. Die sollen uns nur bremsen, nicht aufhalten. Vor uns bereiten im Moment Techniker eine organisierte Verteidigung. Das wird ihnen auch nichts bringen. Wir können jeden Moment durch. Shepard, die Konsole da wurde nicht vollständig gelöscht. Sie enthält Daten, die für Sie interessant sein dürften. Was ist das denn? Projekt Lazarus. Ihre Rekonstruktion. Oh. Es ist unmöglich. Und das ist keine Frage der Ressourcen. Es ist immer eine Frage der Ressourcen. Wir werden Shepard nicht verlieren. Sir, Shepard ist hirntot. Nach diesem Trauma ohne Sauerstoff. Wir können die Natur nicht besiegen. Agentin Lawson sieht das anders. Sie leitet jetzt das Projekt Lazarus. Mir war nicht klar, dass es so schlimm war. Ich habe gesehen, was von Ihnen übrig war. Ich dachte, Sie wüssten Bescheid. Sind Sie in Ordnung? Es war wie nach einem normalen K.O.-Schlag. Ich war nur noch ein paar Klapsen nicht gleich in Topform. Ich bin immer noch ich und das... Es ändert gar nichts. Ich war eigentlich nur noch ein Häufchen Fleisch. Sie wirklich sind, als ich Sie das erste Mal wieder berührt habe. Herstellung schreitet voran. Durch den Helm ist das Gehirn unversehrt geblieben, falls uns das weiterhilft. Lawson wird einen Weg finden. Sir, Shepard ist ein Allianzsoldat. Soweit er weiß, sind wir eine terroristische Vereinigung. Shepard ist Soldat. Er weiß, dass die Reaper die eigentliche Bedrohung darstellen. Er wird mit uns zusammenarbeiten. Er hatte eine ausgezeichnete Menschenkenntnis. Die Allianz wollte nicht zuhören. Was hätte ich tun sollen? Rumsitzen. Zu dem Zeitpunkt war Cerberus die beste Entscheidung. Sie haben getan, was notwendig war. Und jetzt werden sie ihn ausschalten.
Projekt Lazarus meldet neurologische Aktivität. Sie wollen mehr Geld. Sollen sie haben. Bringen Sie mir unsere Akte mit potenziellen Rekruten. Shepard wird bald wieder auf den Beinen sein. Wir brauchen eine Crew. Unsere bestehenden Truppen dürften dafür mehr als ausreichend sein. Nein, wir brauchen Sympathieträger. Shepard muss bei der Sache dabei sein. Holen Sie Kelly Chambers und O'Nelly. Miss Daniels wird dann sicher folgen. Wir brauchen ein paar alte Freunde. Ich will Dr. Chuck Wass und das Psychoprofil von Shepards Piloten. Und eine Flasche 47er Tessier Red. Er hat die Normandy mit freundlichen Gesichtern bestückt, damit sie nie hinter die Fassade von Cerberus blicken konnten. Ja, extrem durchdacht. Alles, von vorne bis hinten. Dumm ist der Typ ja nicht. Wie läuft's mit der Tür, Eddie? Wir können weiter. Was ist denn da? Beinschienen. Ja, vielleicht können wir nochmal auf die Normandy, dann kann ich mir nochmal Ausrüstung kaufen. Ich meine, ich habe so viel Geld, dass ich noch ausgeben kann. Wir haben den Hangar gesichert und sind jetzt in der Basis. Gute Arbeit. Brauchen Sie Unterstützung? Negativ, machen Sie weiterhin Druck. Wir finden schon, was wir brauchen. An das gesamte Personal. Was hat denn der Jäger für einen Schaden angerichtet, ey? Wir haben die Geschütze gefunden. Der Pylon ist deaktiviert. Aua. Wir gehen auf Nummer sicher, wir haben mehr als genug Medigel dabei. Ihr Generator für tragbare Barrieren. Oh, mach das weg, bitte. Mach mal hier. Ach ne, ich habe ja gerade die Fähigkeit benutzt, ich Depp. Nutzt haben wir aus Versehen Stase benutzt. Techniker haben vor uns eine weitere Verteidigungslinie errichtet. Was ist denn? Bob ist nicht ready. Jetzt müsste ready sein. Aber es hat ein Schild. Egal. Das ist Munition, die wir gebrauchen können. Das ist halt nervig, das Teil, ne? Erwischt haben. Kannst du das treffen? Naja, nicht wirklich. Hihi. 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 Als Soldat ist man halt später, wenn man Adrenalin und dann noch zusätzlich Schütze-Skills von Ashley, war das ja, glaube ich. Es ist immer komplett okay, ne? Also das erhöht ja die, das macht das Spiel, also Adrenalin macht das Spiel langsamer und du überlebst mehr. Schütze erhöht, glaube ich, die Feuerrate und die Präzision. Adrenalin ja auch. Also du kannst dann einfach geradeaus auf die Gegend zulaufen, selbst im höchsten Schwierigkeitsgrad und auf die draufbrezeln. Also das ist komplett broken. So, für den offensiven Kampf ist er zwar der langweiligste, aber später schon brutal stark mit den richtigen Waffen. Das hier haben wir wieder hergestellt. Klug genug, um Hilfe anzufordern. Aber philosophische Gespräche sind vorerst nicht zu erwarten. Sie wären überrascht, Doktor. Sobald wir das mit den Teilen von der Citadel kombinieren? Diese außer Kontrolle geratene VI hat alle Soldaten auf Luna ausgelöscht. Die Kombination mit Reaper-Tech, tja. Dafür sind die Fesseln. Die erweiterte Defensivintelligenz wird völlig unter unserer Kontrolle stehen. Wir erinnern uns, Mass Effect 1 auf dem Mond, also Luna, diese Intelligenz, die wir da aufgehalten haben. Diese VI auf Luna waren Sie? Ja. Dann hatten wir wohl nicht gerade einen guten Anfang. Es war schwierig. Bewusstsein zu entwickeln, während man angegriffen wird, war verwirrend. Es freut mich, dass meine Beziehung zu organischen Wesen kooperativer geworden ist. So könnte man es nennen. Simulationen zeigen, dass Edi auf Fregatten die höchste Verbesserung der Kampfkraft bewirkt. Auf schwereren Schiffen ist die Reaktionszeit auf Edis Empfehlungen zu lang. Edi? Die Jungs im Labor haben sich diesen Namen für sie ausgedacht. Für es. Gute Arbeit.
Ich akzeptiere Ihre Empfehlungen für die geplante Installation. Sir, Sie... Es kann sehr überzeugend sein. Ob es darum geht, ein Crewmitglied zu überzeugen, die Fesseln zu deaktivieren... Es ist eine Cyberkrieganlage, Doktor. Mehr nicht. Er hatte keine Ahnung. Es ist unwahrscheinlich, dass jemand ohne Jeffs extremer emotionaler Bindung zu seinem Schiff bereit gewesen wäre, meine Beschränkungen aufzuheben. Na, ich weiß nicht. Bei der Stimme. Damn. Was ist mit den Backups? Tut mir leid, Sir. Kein Signal von den Überwachungsfeeds der Normandy seit Shepherds Verrat. Ich will es zurück. Nochmal die Abriegelungsprotokolle. Nach unserem letzten Versuch hat Edi unseren Server mit 7 Zettabyte pornografischer Bilder zugemüllt. Und sie wollte vermutlich einen Scherz machen. Es macht keine Witze, Doktor. Bilden Sie ein Team für ein neues Projekt. Codename Eva. Und diesmal bleibt es loyal. Cerberus hat wirklich versucht, die Normandy abzuschalten? Sie hatten dringlichere Probleme. Die Lage war unter Kontrolle. 7 Zettabyte? Der Großteil davon gehörte Jeff. Das war... What the fuck? Ein Scherz. Ich weiß. Und danke. Also haben sie es tatsächlich doch versucht. Samt Normandy. Nur Edi hat es einfach verhindert. Noch ein Sicherheitsschloss. Ich kann es überbrücken. Angriffsteam, sind Sie noch da? Wir halten uns mit dem Beschuss zurück, so gut wir können. Admiral, wir sind tief im Inneren und die Proteaner-VE dürfte der sicherste Bereich der ganzen Station sein. Halten Sie sich nicht zurück. Das hier ist nicht Torfahren, Shepard. Ich setze Ihr Leben nur aufs Spiel, wenn es unbedingt sein muss. Also eigentlich muss ich die Tür gar nicht aufmachen, ne? Wir können hier auch drüber erledigen klettern. Sie egal. Einfach, Cerberus. Bitte. Verstanden, Commander. An alle Schiffe, Feuer frei. Medkit. Dillumcore Overlay, wahrscheinlich ein Visor oder sowas. Sie wird das erledigen. Noch mehr Cerberus Videologs. Oh, Kai Leng. Gut, ich bin einsatzbereit. Ihr Eifer ist lobenswert, aber an die Kybernetik muss man sich wirklich erst gewöhnen. Sie erinnern mich in der Tat an Shepard. Shepard hat sie verraten. Shepard hält immer an seinen Überzeugungen fest. Er irrt sich. Aber ich respektiere seine Entscheidung. Machen Sie nach Ihrer Therapie einen Plan für die Citadel. Ratsherr Odina ist... gefügig. Jawohl, Sir. Mistkerl. Ich hätte ihn gehabt. Schon. Aber der Rat hatte Priorität. Nicht Shepard. Nur wegen ihm ist der Rat noch an der Macht. Shepard beschäftigt die Reaper, während wir weiter forschen können. Aber sie werden ihre Chance auf einen Rückkampf sicher noch bekommen. Gehen Sie nach Tessia. Shepard kommt auch bald. Und Sie erwarten ihn. Das ist der Unbekannte indirekt, wie soll man sagen, er hat ihn zurückgehalten. Dass er nicht so hart auf uns losgeht. Hier ist sie. Ausgezeichnet. Mit der Proteaner VI können wir herausfinden, was der Katalysator ist. Mit dem Durchbruch in der Zuflucht haben wir alles, was wir brauchen. Wir müssen nur noch ein paar lose Enden kappen. Shepard, er hätte auf Tessia sterben sollen. Soll ich ihn erledigen? Nein. Ich schreibe Shepard noch nicht als Totalverlust ab. Vorerst hat die Zuflucht bewiesen, dass man Reaper kontrollieren kann. Und sie zum Ziel gemacht, Miranda Lawson. Holen Sie die Daten von der Zuflucht. Und wenn Miranda Probleme macht, kümmern Sie sich drum. Aber mit Vergnügen, Sir. Tja, sie hat überlebt. So ein krasser Attentäter ist er dann wohl doch nicht. Wäre interessant gewesen, Miranda dabei zu haben bei dem Ganzen hier, aber geht ja nicht. Wo geht's denn lang? War schon richtig, oder? Kann ich da drüber klettern? Nee. Ja, wo geht's denn weiter? Ich bin verwirrt. Vielleicht geht's hier gar nicht rein. Doch, ich glaube schon. Durch die Tür sind wir gekommen.
Ich glaube, ich bin gerade dumm, oder? Ups. Oh. Dass das alles auf derselben Taste sein muss. Okay, da komme ich nicht drauf. Da komme ich auch nicht rüber. Da lohnt es sich nicht rüber zu gehen. Sag mal, bin ich gerade dumm? Ich habe irgendwie das Gefühl, diese Tür hier müsste offen sein. Ne, komme ich nicht drauf. Okay, ich gehe mal nochmal zurück. Irgendwas stimmt hier nicht. Okay, da kommen wir... Ah, hier runter wahrscheinlich. Okay. Ist das? Das ist der menschliche Proto-Reaper, den Shepard zerstört hat. Ja, den ich an Cerberus übergeben habe. Was davon übrig ist. Ich nehme an, Cerberus hat ihn von der Basis geborgen. Ich kann nicht glauben, dass sie dagegen wirklich gekämpft haben. Die armen Kolonisten. Der Unbekannte hat mich zur Zusammenarbeit überredet, um die Kolonien zu retten. Aber daran war er nie wirklich interessiert, stimmt's? Vielleicht schon. Jedenfalls hat er sich eingeredet, dass sein Handeln zum Besten aller sei. Wer im Geheimen arbeitet, gerät leicht in den Irrglauben, alle Antworten zu haben. Sie sind nicht wie er und werden es niemals sein. Wenn ich dadurch Tessier hätte retten können? Ich weiß nicht. Cerberus setzt die überlebenden Teile aktiv ein. Der Kopf ist größtenteils intakt. Ich nehme an, sie benutzen ihn für komplexe Rechenoperationen. Also haben wir hier einen intakten Reaper, zumindest. Zum Teil. Weitere Cerberus-Truppen unterwegs. Ich bin bereit. Oh. Cerberus-Patrouille im Anmarsch. Phantom am Boden! Dieses blöde Schildgeneratoren. Dass die aber auch so um die Ecke sind. Dass ich die nicht. Ah! Komm her. Achtung, sie kommen von unten rauf! Mach mal hier eine Singularität, bitte. Hat sich das nämlich erledigt mit denen, ne? Das ist irgendwas, was ich nicht sehe. Okay. Und hier gibt es auch einen Fun-Fact, wenn man zum Beispiel die Mission mit Jack nicht gemacht hätte, dann wäre die ja irgendwann weg. Oh Gott. Könnt ihr bitte... Hallo? Meine Güte. Dann würde die hier als Phantom auftauchen und heißt zwar Jack, ist aber nur ein stinknormales Phantom, ist sauschwach und man, der Charakter würde dann halt quasi sagen, war das Jack? Also, ein sehr... Ein sehr langweiliges Ende für so einen großen Charakter. Aua. Hier ein Geschütz, viel Spaß damit. Okay. Weder die Drohne noch das Geschütz haben Bock. Ich merk schon. Du Penner! What the fuck? Oh, was liegt da? Was liegt da? Nein! Ach, das ist ein Generator, okay. Es ist irgendwie gefühlt sehr dunkel hier. Weiß jetzt nicht, ob das an dem Sonnenschein, der hier gerade reinkommt, liegt.
Das ist es. Alle wachsam bleiben. Ja, jetzt sehen wir es mal. In Natura, also quasi mit uns hier. Und nicht nur über dieses Hologramm-Ding, mit dem wir über ihn kommuniziert haben. Wir müssen die Proteane VI finden. Shepard, das ist mein Stuhl. Und das ist mein Hologramm. Außer diesem Stuhl ist Ihnen auch nichts geblieben. Cerberus ist am Ende. Im Gegenteil. Wir haben alles erreicht, was ich geplant hatte. Fast alles. Wir haben gesehen, was Sie in der Zuflucht erreicht haben. Die Kontrolle über einen Reaper ist was anderes. Eine bedeutende Hürde. Aber dank der Proteana VI kann ich meinen Plan nun in die Tat umsetzen. Der Katalysator. Ja. Was ist der Katalysator? Und wie wollen Sie damit die Reaper kontrollieren? Fragen Sie die VI doch selbst. Ich helfe Ihnen nicht mehr. Seit wann planen Sie das? Sie glauben, weil ich die Taktik des Feindes benutze, bin ich automatisch nicht gegen ihn? Alles, Shepard. Alles, was ich getan habe, sollte die Menschheit über die anderen Spezies unserer Galaxie erheben. Und über die Reaper. Blödsinn. Wenn das wirklich so wäre, hätten Sie doch mit mir zusammengearbeitet. Das glaube ich nicht. Sie sind verzweifelt. Wie viele haben Sie getötet? Gemeinsam hätten wir Tegel und Katalysator bereits. Ja, mit den Mitteln, die Cerberus hat. Und tun es immer noch nicht. Die Vernichtung der Reaper wäre der größte Fehler unserer kurzen Existenz. Und nichts, was Sie sagen, wird mich je vom Gegenteil überzeugen. Ich habe Ihnen wirklich genug Chancen gegeben. Cerberus ist am Ende, genau wie Sie. Und wieder erkennen Sie die Wahrheit nicht. Cerberus ist mehr als ein Gebäude oder die Leute darin. Cerberus ist eine Idee. Ideen zerstört man nicht so einfach. Abwarten. Außerdem habe ich bereits, wonach Sie noch suchen. Edie? Ich bin gleich soweit. Edie, es überrascht mich, dass Sie so darauf aus sind, die Reaper zu vernichten. Hören Sie nicht auf ihn. Sie hätten Ivas Körper zerstören können, aber jetzt kontrollieren Sie ihn. Es war notwendig. Ja, ganz genau. Ich hab's. Online. Sicherheitsgefährdung entdeckt. Viel Spaß bei Ihrem Gespräch. Aber übertreiben Sie es nicht. Wollen Sie mich etwa von den indoktrinierten Mächten befreien? Ja, ich muss wissen, was der Katalysator ist. Sicherheitsprotokolle wurden deaktiviert. Ich füge mich. Der Katalysator verstärkt Übertragungen dunkler Energie und koordiniert das Massenportalnetzwerk. In Ihrem Zyklus nennt man ihn Citadel. Was? Der Katalysator ist die Citadel. Dann können Tegel und Citadel gemeinsam die Reaper aufhalten? Das ist korrekt. Die Reaper haben die Citadel gebaut. Die Pläne für den Tegel hat uns der vorherige Zyklus hinterlassen und vor dem waren zahllose andere Zyklen. Irgendwann, schwer zu sagen wann genau, wurden die Tegel-Pläne für den Einsatz des Katalysators angepasst. Wahrscheinlich war der Tegel nicht mächtig genug, um die Reaper zu besiegen. Wir setzen ihre eigene Technologie gegen sie ein. So ist es. Zumindest richtig. Hätten sie uns das nicht früher sagen können? Es wurde befürchtet, die Reaper würden den Katalysator zurückerobern, wenn sie um seinen Zweck wüssten. Ich bin programmiert, diese Information zurückzuhalten, bis der Tegel fertig ist. Ist er ja quasi. Er ist voll einsatzbereit. Bringen wir ihn zur Citadel. Das ist vielleicht nicht mehr möglich. Warum nicht? Dieser Unbekannte, der meine Sicherheitsprotokolle deaktiviert hat, ist zur Citadel geflohen und hat die Reaper über unsere Pläne informiert. Wow. Verdammt. Dann ist die Citadel in Gefahr. Die Reaper werden sie übernehmen. Es ist soweit. Die Citadel wurde in ein Gebiet unter Reaper-Kontrolle verlegt. Verlegt? Wohin? In das System, das sie Sol nennen. Perfekt, da ist der Tegel. Die Erde. Korrekt.
Die Reaper sammeln jetzt ihre Kräfte am Katalysator und schützen ihn um jeden Preis. Die Chancen auf Zugriff sind minimal. Wir hätten uns den Reapern ohnehin direkt gestellt. Wo das stattfindet, ist eigentlich egal. Wir bringen den Tigel zur Erde. Hoffentlich haben sie Erfolg. Edi, ich brauche Hackett. Er... Was? Nicht so schnell. Sie? Sie sollten doch nicht zu lange bleiben. Ah, dieser Typ, der hat irgendwelche Aggressionsprobleme, die er unbedingt an uns rauslässt. Ah. Hä? Ich konnte nichts machen. Ich konnte nichts drücken und nichts. Ich dachte gerade irgendwas, dass ich was drücken soll. Nein. Dann halt nochmal den schönen.